Und herzlich willkommen zurück zu Tales of Cilia. Ja, wir sind hier weiter bei der Höhlenerkundung. Um hier leichter hinzukommen, habe ich eine heilige Aura benutzt. Wie man sehen kann, bringt sie noch nicht viel. Die Gegner sind wahrscheinlich zu mächtig. Mit den Schalter kann ich nichts machen, deswegen hole ich schnell ab. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hier hin soll. Ich gucke mich einfach mal um. Hier ist auf jeden Fall ein Sack, den ich mitnehme. Schmuddeliger Stäubling. Na, schön. Komm, klettern wir mal hier hoch. Da oben habe ich nämlich eine Kiste gesehen. Vielleicht ist da ja was Schönes drin, so wie die ultimative Waffe der ultimativen Waffen. Oh, da hinten glitzert noch was. Roter Salbei. Da hinten haben wir einen Drachen. Ich kam immer noch nicht dazu zu trainieren, das ist das Traurige an der Geschichte. Aber eigentlich finde ich die Gegner jetzt hier nicht so stark, dass ich mir denke, eine heilige Aura hilft da nicht. Aber nun gut. Oh, guck mal, der ist doppelt so stark, den nehme ich gleich mal mit. Weil wenn er doppelt so stark ist, doppelt so viel XP. Das ist schön, doppelte XP nehme ich mit. Den kann ich auch gleich zum Einspielen nehmen. So, was haben wir hier noch? Ach ja, Sylph war das. Aua. Wie unfair. Aua. Und. Kann mich hier mal jemand heilen? Das wäre sehr schön. Haha, jetzt habe ich es dir gegeben, du Lappen. Ach nee, das war schon wieder so. Ich wollte eigentlich hier das machen. Aua. Ah, da wurde ich voll umgeklatscht vorher. Los, komm, eine Sonneneruption. Ach nein, das war ja... Dann war das hier die Sonneneruption. Aua. Hat nur irgendwie nicht wirklich was gebracht. Hier, komm und Windblade. Und. Hehe, das ist eine super Windklinge, mein Freund. Schauen wir hier. Yeah. Lieber Barbios-Herz. Na schön. Jetzt haben wir wenigstens ein Level-Up, warum nicht? Moment. Habe ich das gleiche vergessen wie zu jedem Part? Nein. Okay. Ey, hör ab. Ich weiß noch gar nicht, wohin ich muss, du Lappen. Okay. Lass mich doch in Ruhe. Oh, guck mal. Da ist dieses eine Siegel. Ich hab's gebrochen. Wenn ich jetzt wüsste, wo das andere ist. Interessant. Das wird immer enger. Aber wieder ein paar schmuddelige Stäublinge. Schmuddelige Stäublinge. Da glitzert noch was. Gruselige Fühler. Hau ab. So, fassen wir zusammen. Ja, da haben wir alles. Rechts haben wir alles. Kommen wir hier links lang. Kommen wir. Ist hier links lang irgendwas? Der hat Angst vor uns. Der weiß, was ihm gut tut. Gehen wir mal kurz hier hinten gucken. Der hat keine Angst vor uns. Oh, hier kommt das Miasma mal immer näher. Hey, lass mich in Ruhe. Ne. Oh, da ist wieder so ein Drache. Ach hier, das ist der Anfang. Ob du Drache, kannst eh nichts. Ah, hier hätte ich eh hochgemusst. Interessant, interessant. Dann klettern wir mal wieder hoch. Doppelt hält besser, dann weiß Mila gleich, wie sie klettern muss. So, wo ist denn jetzt der Punkt? Super. 1 Zentimeter daneben. Alle guten Dinge sind 3, deswegen machen wir es nochmal. Wollte schon sagen. Jetzt wieder daneben und ich fange an zu weinen. Da habe ich ja für eine Sekunde die Luft angehalten. Der Sesam öffnet sich.
dann laufen wir da jetzt wieder hin. Ja, komm, nerv nicht. Ich habe keine Lust, mit dir zu spielen. La la la, sind die Wege nicht weit. So. Ich verstehe, ich verstehe. Wahrscheinlich ist hier die Schwierigkeit, jetzt die Siegel zu finden. Oh nein, jetzt hat er mich erwischt. Aua. Nee, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte hier... Aua. Oh. Jude war tot. Jetzt bin ich tot. Los, kommt her, jetzt aber. Naja, super viel getroffen hat es jetzt nicht. Windblade hat es erledigt. Trank des Lebens, Sirup und Phönixschwanz. Das ist interessant. Und Leia hat einen Level. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Den gewonnenen Titel habe ich jetzt leider nicht lesen können, da ich zu schnell X gedrückt habe. Wie immer, ich Flasche. So, was ist denn jetzt hier Stand der Dinge? Ist ja gar nichts. Ich meine, dass hier nichts Tolles ist, bin ich ja gewohnt, aber gar nichts. Ist ja noch nicht toller als sonst. Na gut, dann nicht. Warte schon mal zurück. Und ein Blick auf die Karte. Ja, 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 ja. Oh, da hinten ist ein Sack. Den sehe ich schon vom Weinten. Dank HD geht das ja. Oh, der haut ab. Der hat Angst. Hier hinten ist eine Truhe. Warum schwarze Federn? 10 Stück. Wunderbar, wunderbar. Toll, jetzt stand der echt so beschissen davor. Nee, ihr könnt Odin alle haben. Das war nicht das, was ich machen wollte, aber... Aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Jude und Alvin haben ein Level Up. Alvin könnte ich eigentlich mal wieder einsetzen. Ne? Jetzt war er eigentlich so... Ganz liebes. Das Problem ist wahrscheinlich... Hier muss ich zweimal hin. Jetzt, wo ich es mir angucke... Und dann später kommt hier wahrscheinlich, kann ich mir nur vorstellen, dass hier dann dieses Siegel hinkommt, dass ich dann von hier oben runterspringen muss. Was? Da, Asche. Okay. Okay, springen wir wieder runter. Hui. Okay, dann gucken wir weiter. Wir müssen ja dann hier irgendwo noch das andere Siegel finden. Das Gebiet ist so groß. Es gibt hier so viele Wege. Also es ist eigentlich, es gibt nicht mal viele Wege. Es ist einfach nur nervig groß. Von hier kommen wir. Und da ist er. Navi-Metall, jetzt haben wir es wiedergefunden. Na, gehen wir erstmal da lang. Oh, da ist was Glitzerndes. Gruselige Gefühle mal wieder. Der hat Angst vor uns. Für den sind wir zu stark. Ah, da hinten sehe ich doch schon die Blase und eine Kiste. 10.000 Gold. Wuhu. Ja, komm, geh kaputt. Das sieht jetzt nicht sonderlich so aus, als wäre das an dem Ort, wo ich gerade war. Ja,
Auch so wahrscheinlich wird das immer gezeigt, wenn man ja gesagt hat, die vier Elemente haben das alles in Zaun gehalten und jetzt, wenn man das dann so immer dieses Siegel bricht, geht da immer mehr kaputt. Mysteriöses Juwel, juhu. Jetzt haben wir 8 davon. Habe ich eigentlich schon gesagt, wofür die gut sind? Ich glaube ja, aber ich kann es gerne nochmal sagen, weil ich wiederhole mich gerne. Die mysteriösen Juwelen, davon gibt es glaube ich 23 oder 24. Und wenn man alle hat, dann kann man zu irgendeinem Secret Dungeon kommen und dann... Oder Secret Boss? Nein, von beiden. Auf jeden Fall was sehr Schönes. Ne, schon wieder falsch. Ob ich das jetzt mache? Das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht, weil... Ja, ich weiß eh nicht, wo die alle sind. Ich habe zwar eine Liste gefunden, aber ich habe auch erst eine Handvoll. Das heißt, ich müsste so oder so mir wieder eine Liste suchen und die dann alle rauskramen und einzeln abgrasen. Und mit Pech finde ich da nicht und dann suche ich Stellen doppelt ab, weil... Ich meine, gut, ich weiß jetzt, dass ich einen aus dieser Höhle hier habe. Das werde ich mir wahrscheinlich merken. Aber wir sind jetzt im 99. Part. Denkt ihr, da weiß ich noch, wo ich mein erstes mysteriöses Juwel her habe? Nee, könnt ihr knicken. Weiß ja nicht mal, was ich gestern zum Mittag hatte. Ah doch, gestern gab es Nudelauflauf. Ja, okay, aber was ich... Ja, okay, das weiß ich. Was ich esse, weiß ich. Okay, ist ein blödes Beispiel. Lassen wir das so stehen. Hört mir nicht zu, ich laber Scheiße. Schwarze Perle habe ich gefunden, das ist... Oh, da oben ist noch eine Kiste. Die hätte ich ja schon gerne. Ich finde es schade, dass es in diesem Spiel kein Mimik gibt. Blaues Saphir erhöht die beim Kampf erhaltene Geldmenge um das Zweifache. Diese seltene blaue Göttin Schott bringt Glück. Oh, die rüste ich doch mal jemanden aus, weil doppelt so viel Geld ist gut. Was hast du denn hier? Das ist gut. Das kannst du auch. Ja. Dann kriegst du mal. Wo ist es? Umkehrkuppe sorgt dafür, dass ich böse verlenke. Okay. Das ist auch schön. Ne, ich möchte jetzt erstmal hier die blaue Saphira ihr geben. Und Jude soll dann anstatt des Wächter-Emblem. Jetzt habe ich vergessen, was sie überhaupt hatte. Ich sehe, soweit ich sehe, weiß ich es. Verändert das alles wie immer. Achso, damit kann ich nur Jude drehen. Entschuldigung, dass ich gerade so geschrien habe. Das ist ja noch besser als das, was Ries hatte. So laufe ich richtig? Ich laufe richtig. Dann ist ein Sack. Da steht aber auch ein Gegner davor. Ist es das wert, diesen Sack zu holen? Ja, ist es. Schwarze Perle. Weg, 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 weg. Eigentlich könnte ich auch kämpfen. Ich bin sowieso der Meinung, ich zeige zu wenig Kämpfe und laufe zu viel durch. Da hinten ist eine Kiste, die hole ich mir erstmal. Das sieht stark nach dem letzten Bereich aus. Omega-Elixier, das ist nicht so schön. Ich speichere mal an der Stelle ab. Heute noch? Schatzmeister. Ach, das gibt gleich eine ganze Trophäe. Na, das ist ja schön. Könnt ihr mal sehen, wie gut ich bin. Schatzmeister-Trophäe erhalten. Muhaha. So. It's getting darker. Everyone? Listen up for signs of enemy movement. Ja, ja, sind wir, sind wir. Hm. Die wollte schon sagen, der sieht so verdächtig leuchtend aus. Das ist wohl die Quelle des Miasmas. Oh, hey. Wir haben ein wir haben's Gesellschaft und zwar von diesen grusigen Sorte. Oh. Was geht da unten vor? Ist das nicht einer dieser... Hebt eine Frage für später auf, unsere Windmauer wird nicht mehr lange halten.
Ob wir den schaffen. Der macht mich voll fertig. Ich komm nicht mal. Lass doch mal angreifen. Du Lappen, lass mich doch mal eine Attacke machen. Ja, Lightning Strike. Das solltest du eigentlich machen. Naja, egal. Los, komm, Irfrid, mach was. Aua. Verlies darf nicht sterben. Aua. Haha, voll umgetackelt. Den machen wir. Aua. Was tust du da? Warum sterben wir alle? Okay, pass auf. Das ist nicht das Problem. So. Dadurch, dass Juni da gerade alle so schön ablenkt, könnten wir ja mal Elise wiederbeleben. Ist das schon wieder der nächste tot? Aha. Oh, der ist schon wieder stark. Oh, wir haben ihn schon 3008 gezogen. Oh, das war die falsche Richtung. Wow. Da ging ja Elise richtig ab wie Schmitzkatze. Los, komm, mach mal eine Sonneneruption. Du schaffst es. Ey, lass hier meine Heiler in Ruhe. Komm, einer von euch beiden muss uns wieder beleben. Wir leben beide wieder. Hier, kriegst hier voll eins auf die Nase. Nein! Der ist stark. Aber das macht Spaß, gegen solch starke Gegner zu kämpfen. Hier, komm, den grillen wir jetzt noch ein bisschen on. Och, ja, komm. Ach so, falscher Knopf gedrückt wahrscheinlich. Ach, schon wieder falscher Knopf gedrückt. Leia hat ein bisschen wenig ein PTP, wie auch immer. Ich hoffe mal. Ha, Feuer in den Rücken. Wie war denn dieser Move? Ups. Ich hab wohl vergessen. Ah, das war der schon wieder nicht. Aber egal. Der hat nicht viel Schaden, nicht wenig Schaden gemacht. Ein paar tausend hat er nur noch. Hier, komm. Haha. Aua. Hier, los, Irfrid. Haha, Irfrid hat's geschafft. Ach Quatsch, so knapp war das gar nicht. Was? Dann du die heulende Bestie. Interessant. Dran du die heulende Bestie. Gut, die vier werden dich zunächst dann wegschließen. Entschuldigung. Oh, Farmfurs, Winterfest. Los!
Es hat funktioniert, das Messer war verschwindet. Warum ist, läuft Mila so geknickt? Scheint, als hätten wir es geschafft. Und keinen Moment zu früh. Jude, geht's dir gut? Hast du etwas davon eingeatmet? Nein, alles in Ordnung. Ich habe mich nur gefragt, wieso dieses Monster dort war. Das war eine Teufelsbestie, oder? Ich glaube schon, eines der Monster, die mit jedem Kampf stärker werden sollen. Es war unser Glück, dass er gerade mir erstmal eingeatmet hatte. Wenn es bei voller Kräften gewesen wäre, es muss unterirdisch gereist sein, um sich zufällig seinen Weg hergegraben haben. Ganz gewiss ein Glücksfall. Ihr habt wohl recht, aber ich frage mich dennoch. Wie wäre es, wenn dieses Monster hergekommen ist, um aus freien Willen zu sterben? Hä? Warum sollte es das tun? Na, es wurde nur zum Kampf erschaffen, nicht wahr? Vielleicht wollte es nicht mehr kämpfen und glaubte, dass ihm das mehr erstmal im Sterben helfen könnte. Ein edles Ende für eine edle Bestie, das ist fast schon poetisch. Wir haben es also seinen Wunsch erfüllt, als wir es besiegt haben. Wir werden wohl nie erfahren, was es dachte. Aber der Gedanke, dass eine für unerwünschten Zweck erschaffene Kreatur mit ihrem Schicksal hadert, das scheint mir nicht so weit hergeholt. Ja. Titi Teufelsklingenbeherrscher erhalten. Interessant. Nur deswegen sind wir wahrscheinlich hierher gelaufen. Das ist aber für nichts gut hier, wa? Das ist einfach nur da, damit es gibt. Okay, aber an dieser Stelle würde ich erstmal den Part beenden. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, dass wir auch im nächsten Part von Tales of Cilia wieder dabei seid. Bis dahin.